Und damit herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Minecraft. Ja, sehr geehrte Freunde, Zuschauer hier, ne, in der letzten Folge waren wir ja hier in diese Höhle reingesteppt und oh, da sind Spinnen, habe ich gerade gehört. Ich habe Spinnen gehört. Das ist schon mal nicht so schön. Ich glaube, es ist Nacht. Ja, sieht aus, als wäre es Nacht. Fuck. Okay, Freunde. Essen haben wir. Essen haben wir. So. Zwar nicht mehr jetzt so viel, aber das müsste noch voll reichen für den Höhlentrip. Und die Fackeln richten wir einfach mal auf Nummer 2 aus. Schaufel brauchen wir, denke ich mal, nicht. Komm, machen wir es einfach mal so. Würde ich sagen, begeben wir uns mal in die Höhle. Helligkeit steht auf ganz hell. Und dann erkunden wir mal ein bisschen die Höhle. Keine Ahnung, wie weit die reingeht. Wir waren in der letzten Folge gar nicht gucken gewesen. Oder doch, nee, wir sind bis hier hingegangen. Da sind wir wieder zurück. Die gingen ja richtig tief rein, die Höhle. Ja, und hier ist Eisen. Das ist sehr gut, wenn hier Eisen ist. Ich glaube, die Musik diesmal ein bisschen leiser. Weil in der letzten Folge, das war schon ein bisschen laut an einigen Stellen, weil einige Musikfrequenzen auch sehr laut aufgenommen sind. Ja, Freunde, in der ersten Folge gab es auch das Problem, dass die Stimme irgendwie nur Mono, also auf einer Seite nur war. Was heißt Mono? Nein, also es war einfach nur auf einer Seite. Es war nicht komplett Surround Sound so gesagt wie normal. Das müsste jetzt behoben sein. Ich habe vorhin eine Testaufnahme gemacht, also es ist alles wieder so, wie es war. Und das war die kleine Kacki-Höhle schon. Oh, was ist denn das? Ah, ich glaube, das ist Kies. Wenn ich den jetzt abbaue, genau, fällt alles runter. Aber keine weitere Höhle in Sicht. Ja, Freunde. So, hier ein bisschen Eisen raus. Ich glaube, Eisen haben wir auch dann genug. Also zumindest mal für den Anfang, für uns ein bisschen Eisenwerkzeug zu machen. Ich höre doch Spinnen irgendwo. Ich höre doch irgendwo Spinnen. Okay, die Höhe ist jetzt, naja gut. Auf Diamanten werden wir nicht treffen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber hier ist, glaube ich, nichts mehr. Wir graben hier nur eine eigene Höhle. Fackel nehmen wir auch nochmal mit, weil es ist ja nichts. Sollen die hier rumhängen? Schon irgendwo was übersehen. Zumindest wenn ich später gucke, das Video und so, dann habe ich bestimmt wieder irgendwas übersehen. Schön Zombie. Schau mal hier zu, dass hier nichts durchkommt. Wenn das sollte irgendwas spawnen, damit wir hier schön gemütlich noch die Kohle abbauen können. Jetzt gleich von hinten, bumm, und dann sind wir wieder hier, ja, weg vom Fenster. Beziehungsweise weg vor der Kohle. Ne, Fenster haben wir hier nicht. Zwickischen Kohleflöß hier wieder. Kohle ist auch irgendwie wirklich das meiste, was in Minecraft hier so wächst an Erzen. Dann kommt, glaube ich, Eisen, Redstone, Lapis Lazuli und das Seltenste ist, glaube ich, Diamant und Gold. Diamant ist sogar noch seltener als Gold. Ich habe gerade irgendwelche Schritte gehört. Ja. Aber ja, ich glaube, Diamanten sind wirklich seltener wie Gold. Aber Kohle ist immer gut, Freunde. Wir müssen ja immer irgendwie heizen können. Auch im kalten Winter müssen wir ein bisschen heizen können hier. Also, würde ich sagen, nehmen wir Kohle mit, solange wir können, ne? Spitzhacke ist gleich im Popo. Aber dann machen wir uns einfach eine neue. Wie heutzutage, Handy kaputt. Na, einmal ein neues holen, ne? Oder was auch immer gut ist, ich kenne einige Leute so, ja, neues Handy draußen. Oh, das muss ich sofort haben. Sofort das alte. Ach komm, scheiß drauf. Keine Ahnung, verkaufe ich oder kloppe ich in die Tonne oder liegst. Oder es liegt einfach irgendwo rum. Ja. Also, so Leute kenne ich auch genug. So. Ja. Gut, was heißt genug? Ein paar. Ja.
So, jetzt haben wir keine Spitzhacke mehr und auch keine Kohle mehr. Das heißt, wir... Sollen wir einen Rückzug antreten oder... Einfach mal hier noch... So, komm. Kleine Crafting Station hier reinbauen. So. 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 Einfach mal die restlichen Sticks da draußen. Kann man ja immer mal benutzen, Sticks, ne? So. Haben wir hier wieder eine neue Spitzhacke. Mit der neuen Spitzhacke können wir uns, nochmal gucken, ob wir irgendwo noch was finden. Aber hier ist nichts mehr. Nee. Irgendwann noch eine Fackel hin. So, hier ist so ein kleiner Mineneingang. Ne? Freunde, so ein schöner Mineneingang. Ja, Freunde. Ja, wir sitzen jetzt hier fest. Mitten in der Nacht. Ja, ich habe ein Diamantschwert, aber... Was hat denn das für einen Angriffsschaden? 7 Angriffsschaden. Hat, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Ja gut, so eine Spitzhacke. So ein Steinschwert hat, glaube ich, vielleicht 3 oder 4. 3 vielleicht. Diamant ist ja schon ein bisschen mehr wie Stein. Wir können es ja mal noch ein bisschen hier reinbuddeln, ob wir da noch irgendwas finden. Aber ich denke eher nicht. Ein bisschen Cobblestone mitnehmen. Können sie mal ein bisschen runtergraben. Vielleicht finden wir auf gut, auf wirklich gut Glück irgendwas noch. Eine kleine Mine. Ei. Da ist Erde. Es hieß ja immer, wo Erde ist, da ist Lava. War daran glaube ich nicht. So. Na gut, aber ich glaube, hier finden wir nichts. Neue Rezepte verfügbar. Hä? Was habe ich denn gerade aufgesammelt? Andesit. Ah, ich habe Andesit aufgesammelt. Neue Rezepte verfügbar. Was habe ich jetzt wieder aufgesammelt? Diorit, okay. Hey. Nee, da finden wir nichts. Das ist nix. Wenn man da manchmal sieht, solche Speedruns hier, Diamanten in einer Minute finden in Minecraft. Oh, es ist hell. Das ist schön. Wenn dann da einige einfach sich runterbuddeln irgendwo und direkt Diamanten finden, nach einer Minute Minecraft-Spielzeit. Und da ist ein Creeper. Mal gucken. Sollen wir mal machen? Hey. Attacke. Ich bin so schlecht. Also Creeper kämpfen, da bin ich immer noch der Alte. Keine Ahnung. Ja gut, wenn jetzt hier... Also das war jetzt so ein... Ich sage mal jetzt einfach faule Ausrede. Nee, so eine Hügellandschaft. Ich meine, der ist jetzt da gegen Block so geflogen. Da, ja, ist ja klar. Wenn ich dann ausweiche, dass er dann gleich explodiert. So einen bestimmten Radius. Und ich glaube, wir haben da hinten irgendwo gewohnt. Wenn man jetzt hier auf dem Flachland, könnte man so schlagen und direkt wieder zurückziehen. Und so muss man ja immer noch hoch und runter springen. Wegen den Blöcken. Ja, Freunde. Das war jetzt meine Ausrede. Weil gut. Oh, hier sind ein paar Blümchen. Oh, die sind schön. Die nehme ich mal mit. Der Blumensaschi freut sich immer. So. 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 Ein paar Blümchen mitgenommen. Birkenholz möchte ich mir auch mitnehmen. Da habe ich nämlich was ganz Bestimmtes vor. Mit dem Birkenholz. Ich dachte gerade... Evil Chicken hier. Ich dachte gerade, da käme irgendein Monster rum, um die Ecke. Das war das Evil Chicken, war das? Ja. Da guckst du, ne, wie ich Holz abbaue. Das Birkenholz nehmen wir uns mal mit. Weil damit habe ich etwas vor. Ja. Bisschen Deko. Nicht zu viel. Hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. So. Den Baum holen wir uns noch.
Und ja, ich würde sagen, das war's dann. Kleiner Frosch im Hals. So, da hinten war unsere Behausung, ne? Oder war das der andere Berg von... Nee, das war da hinten der. Alter, was epische Landschaften, Freunde, ne? Das sind einfach nur epische Landschaften. Und wir recorden erst seit 10 Minuten, das ist gut. So, wir rennen mal ein bisschen durch den Dschungel hier. Alter. Ohne Müll, das ist so eine geile Map hier. Das ist ja mega, ist das ja. Wir müssen auch unbedingt einen Kompass uns holen, damit wir auch mal weiter weggehen können. Wir brauchen gar keinen Race Minimap und so. Brauchen wir gar nicht. Mal kurz ein bisschen. War wieder zu laut. Sascha hört wieder zu laut Musik. Und so, jetzt sind wir wieder zurück in unserer bescheidenen Behausung. So, machen wir ein bisschen Licht. Machen wir ein bisschen Licht in die Sache. Ah, ich lieb das Ding. Ich lieb das Ding. Und hier sind unsere ganzen Steine fertig geworden. Finde ich schön. Sehr schön. Die räumen wir gleich mal hier in die... nee, das müssen wir noch einschmelzen. So. Und so. Kam jetzt zwar nicht so viel raus, aber, ja, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. 5. Umständlich. So, 5. Gut. Das müsste reichen für die letzten paar Steinchen hier. Ja, Freunde. Ich würde sagen, wir begeben uns ein bisschen zum Ausbau. Alter. Scheiß Frosch im Hals. Der quakt hier voll ins Mikrofon rein. Quack, macht er. Ins Mikrofon. Wieder ein bisschen Kohle gefunden, direkt an unserem Haus. Schön. So. Hä? Lol. Guckt mal. An den Seitenbildschirm. Die Version ist wirklich nur ein bisschen buggy, muss ich sagen. Kann auch... Wartet mal kurz. F3. Geht gar nicht mehr. Alle Chunks werden neu geladen. Nee, okay. Ist doch ein Bug von der Version anscheinend. Naja. Dum, 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 da, da, dum. Ja, brutzelt du mal schön weiter. So, die Bruchsteine. Die Bruchsteine kommen alle hier rein. Komm, einen Ofen müssen wir uns machen. Ich will nämlich jetzt wirklich mal das Eisen hier einschmelzen. So, Ofen auf Ofen. Kohle, mach 6 Kohle rein. So, machen wir auch mal das Eisen hier rein. Eisenscheichen. Eisenscheichen im Ofen. So, Bruchstein zu Bruchstein. Alles muss versteckt sein. Keine Ahnung, was hier wieder Lava. Hier 5 Angriffsschaden und 7 Angriffsschaden. Das müssen wir wirklich verzaubern, das Schwert. Man kommt mal hier rein, ich schütze wieder mein Steinschwert. Das wirklich nur, wenn wir sollten, wenn hier böse Nachbarn kommen und sich kloppen wollen oder wenn irgendwie so Vertretungsmitarbeiter oder Vertreter hier an die Tür klopfen oder so. Oder, keine Ahnung, wenn einfach irgendjemand hier Stress macht, dann holen wir einfach das Diamantschwert raus. Sonst werden wir hier ganz normal kämpfen mit unserem Steinschwert, weil, Alter, die Version ist wirklich buggy, guckt mal. Liegt es an mir? Nee. Nee, liegt an der Version zu 100%. Also. Zumindest wenn man in so einem Loch ist irgendwie. Guckt mal. Sonst kommt es ja auch nicht. Wenn ich jetzt hier aus dem Loch draußen bin, siehst du, ist es nichts mehr. Nur wenn ich hier in bestimmten Ecken so rumstehe. Ja. Sashi steht immer in so Ecken rum hier. Naja, mich stört's nicht. Bin auch so froh, mir gleich eine Eisenspitzhacke machen zu können. Wir machen die jetzt noch kaputt und dann machen wir jetzt eine Eisenspitzhacke. Das stört wirklich... Also, naja, gut. Aber immer nur, wenn man so guckt, ist es nett. Wenn man jetzt hier in so eine Ecke reingeht,
Dann ist es wieder da. Und da unten sind Zombies. Da unten ist eine Map. Seht ihr das? Da unten, da sind Zombies. Da kann man, das ist bestimmt eine Höhle irgendwo. Da können wir hier ein bisschen cheaten. Ein bisschen gucken. Ach, hier ist doch. Ja, 10 Eisen. Das wollte ich haben. Aber wirklich seltsame Bugs im Spiel. Naja. Das Geröll hier nervt ein bisschen. Aber das bauen wir einfach weg. So, mit der Schaufel weggekloppt hier. Oh. Ja, hier machen wir das mal so weg. Ich würde sagen, hier, wo unsere kleine Brennerei ist, da machen wir eine andere Wand hin. Da hatte ich ja vor, etwas anderes hinzumachen. Den Rest brauchen wir noch mit der Hand gerade ab. Da backt schon wieder irgendwas rum da oben. Komm her. Hier liegt einfach Kohle rum. Ah ne, Feuerstein, okay. In dem Anlass können wir uns auch mal noch schnell ein Feuerzeug craften. Kann man ja immer mal gebrauchen. So, Feuerzeug kommt in die Kiste. Ich frage mich eigentlich immer noch, warum das so komisch aussieht. So ein C und das Flint. Ein Feuerzeug sieht doch eigentlich ganz anders aus. Ich frage mich wirklich, warum das so aussieht. Ich glaube, das soll einfach ein Feuerstein und irgend so ein Zipper darstellen, wo man so drüber zippt. Hier so zipp, 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 ne? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay, so, das Diamantschwert. Mein Schatzi ist da drinne. Bleibt auch da drinne. Und wir wollten ja hier hinten die Wand. Ich würde sagen, die Wand machen wir wirklich aus diesem roten Gestein hier. Aus diesem, wie heißt das Zeug nochmal? Ich glaube, Diorit war das, oder? Ne, Granit. Ja, diese Minecraft-Bezeichnungen, ne? Hier, Granitwand, richtig Sponze-like hier. Ich würde sagen, die Granitwand kommt dann einfach. Komm, warum habe ich das jetzt einfach abgebaut? Kommt einfach bis hier hin. So, ne? Da oben kommt ein ganz normaler Stein wieder rein. So, ganz normaler Stein. So. Oder kann es auch ein Texture Pack liegen? Wartet mal kurz, Freunde, ich will mal was ausprobieren. Ressourcenpakete. Default Texture Pack mal reinhauen. Ja, dann ist es immer noch da. Seltsam. Es liegt wohl an der Version. Es liegt wohl wirklich an der Version. Hier mache ich mal noch schnell das weg, dass hier nichts reinfliegt, beziehungsweise reinklettert. So, und dann legen wir uns auch schlafen, direkt. Weil wir wollen ja eine schöne Nacht haben. So, Nachtruhe wieder vorbei. Hier unsere eine kleine Höhle übrigens auch. Ich muss mal gucken, was ich dagegen mache. Vielleicht einfach mal neu installieren, das Minecraft. Welt sichern natürlich vorher. Und einfach mal Minecraft neu installieren. Hier rein, brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das. So, und das brauchen wir auch nicht. Und dann, ja, hier kommt eine Granitwand hin, wie gesagt. Granit ist es richtig, diesmal sogar. Und jetzt kommt die Eisenspitzhacke zum Einsatz. Ja, das gute alte Eisen, ne? Eisen kommt ja auch rein. Bei der dritten Folge, also ich muss sagen, Diamantschwert schon, na gut, das war jetzt gut Glück, aber 29 Eisen, schon so viel Stein gebrannt und so, so ein paar Items hier. Für die dritte Folge insgesamt 1,5 Stunden, ich mache hier immer eine halbe Stunde Folge ungefähr, ist schon okay, was wir hier haben. Wir machen hier nicht Futsch am Bau, wir machen hier
richtig, so, ne? Schöne Granitwand. Und da hinten holt man so ein bisschen Granit aus dem Berg. So. Also muss wirklich sagen, Freunde, Eisen ist in Minecraft wirklich Preis-Leistung das Beste, weil Eisen findet man überall, auf Höhen von Höhleneingängen auch oder bei Schluchten oder auch so an Bergen findet man das, auch an der Oberfläche auch. Also Eisen ist wirklich Preis-Leistung das Beste, was man in Minecraft haben kann. Diamant ist dann so das Apple von Minecraft, ne? Teuer, eher seltener. Ja gut, Apple ist jetzt nicht selten in echt, also die Handys von Apple, aber ist halt eben teuer. Diamant ja auch. Und ist halt eben in Minecraft auch noch selten. Also dazu auch noch selten. So, hier bauen wir ganz viel Granit ein bisschen ab. So ungefähr ein Stack holen wir uns. So. Ich brauche meine Fackeln. Fucky die Fackeln. So. So. Sieht doch schon mal ganz schön aus. Upsa. Sieht doch schon mal ganz schön aus. Ja. Du kommst wieder weg. Du kommst auch weg. Hier ist eine kleine Küchenzeile. Ja, jetzt muss ich gleich die Kiste wegmachen. Freunde! Eieiei. Kurz die Kiste holen. Da ist sie doch. Wo ist die andere Kiste? Da. Gut. So, Kiste. Kiste. Ei, Karamba. Was Items? Was der Sashi schon alles gefarmt hat hier. So. Okay. Granit, mein Granit. Dann kommt hier so eine kleine. Oh, man kann ja auch craften. Crafting Table. Da oben das, die Kohle holen wir uns auch noch. Nachher. Crafting Table. Sieht so gut aus. Granit kann man doch auch so Steps bauen, oder? Genau. Und mal sowas und sowas. Kann ich auch Granitstufen machen, oder? Ja. Ich habe damit ein bisschen was vor. Und zwar so ein bisschen hier Verschönerungsarbeiten. Wie mache ich das jetzt? Wie fange ich an? Wie fange ich an, Freunde? Ich glaube, ich fange einfach mal so an. So. 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 Und so, ne? So eine kleine Küchen, hier so eine kleine Ablage für die Küche, ne, Freunde, versteht ihr mich? Ja. Dann hier oben drauf so, oder? Nee. Es müsste so Steps geben, wo man so hochkant legen kann, das wäre richtig geil. Ich würde einfach sagen. So, ne? Und hier einfach ein Dings rein. Birke. Da geht schon der erste. Die können wir mal 8. Wie gehen eigentlich Zäune? Gingen die immer noch so? Das war ein Zauntor. Fuck. Genau. Und so. Oder? Oder?
Hinten noch. So. Hier so? Nee. Ich find's kacke, dass es keine Hochkant, dass es keine Hochkant-Dinger hier gibt. Nee, sieht kacke aus. Kann man aber so anbieten, wenn man jetzt hier noch so ein bisschen was macht. Wenn jetzt hier so eine Reihe reinmacht, kann man halt eben ein bisschen was abstellen drinne. Ne, Freunde, kann man so ein bisschen was abstellen. So. Das gleiche kommt dann hier oben auch hin. Dazu muss man noch ein paar craften. So. So ein kleines Wandregal. Da kommen hier einfach dann. Ne, ich möchte so eine Ecke reinbauen. Genau. Nein, ich möchte eine Ecke reinbauen. Genau. So. Oder Freunde? Noch hier? Komm, hier noch eins nach außen. Genau. Ich bin hier schon in der Verschönerungsarbeit und hier ist noch mega Baustelle. Aber kann man so schon mal lassen. Das sieht mega aus, Freunde. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das kann man so lassen. Das hier ist ein bisschen, naja, Carpenter-Mod könnte man jetzt so abknacken, direkt so eine Kante reinhauen. Aber ja gut. Aber ja gut. So. Die Kohle holen wir uns dann auch noch, da oben gleich. So. Oh, das sieht so wirklich schon gut aus. So, für die Küche kann man das wirklich so lassen. Ja. Ein paar Druckplatten wären vielleicht ganz toll. Ich glaube, wir hatten 5 Öfen. 4. So als kleine Herdplatte. Der bückt sich auch viel tiefer wie vorher. Oder meine ich das nur? Naja, Freunde. Jetzt haben wir hier noch schöne Herdplatte oben drauf. Ja, Freunde. Oh, ich sehe gerade, wir sind wieder gleich bei 30 Minuten. Ja. Ich würde einfach mal sagen, das war's wieder von dieser Folge Let's Play Minecraft. In der nächsten Folge machen wir noch die Kohle da oben. Und ja, Freunde, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt wie immer ein Like oder lasst mich in den Kommentaren wissen. Bis dahin, Freunde, haut rein, bleibt gesund, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und haut rein, Leute. Ciao.